Wir kooperieren heute mit den exklusiven Jugendlichen Demonstrationen. Wir haben seit 3 Jahren eine säkulare Initiative hier in Düsseldorf, den Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Das ist eine Initiative, die für die Rechte der Menschen, die ohne Religion leben wollen, sich einsetzt und gerne die Trennung von Religion und Staat betont, die in unserer Verfassung festgelegt ist. Religion ist keine Lösung, sondern Religion ist ein Problem. In unserer Verfassung ist die Trennung von Staat und Religion verankert und das ist aus guten Gründen so geschehen. Denn je mehr die Religion und Politik bestimmt, desto schlechter, desto schlimmer steht es um die individuellen Menschenrechte. Und Menschenrechte sind immer individuell. Sie befreien das einzelne Individuum von den Zwängen des Kollektivs. Religion will das Kollektiv stärken, auf Kosten der individuellen Menschenrechte. Heute hatten wir gleichzeitig eine Kundgebung in Berlin für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, weil christliche Fundamente Politik dazu bringen, Menschenrechte, Frauenrechte zusammen zu dominieren und einzuschränken. Da sieht man, dass auch die Politik in Deutschland viel zu blind ist gegenüber den individuellen Menschenrechte einschränkenden Machenschaften der Religion, auch der christlichen Religion. Geht es um Fundamentalismus, müssen wir darauf aufpassen und darauf aufmerksam machen. Das Problem ist nicht nur der Islam, das Problem ist auch das Christentum. Wir stehen für die Menschenrechte. Und dafür wollen wir unsere Initiative, mit der wir hier in Düsseldorf viele Veranstaltungen machen. Auf eine Veranstaltung, ich kann Ihnen hinweisen. Ja, mein Name ist Philipp, ich bin von der Gruppe Association du Histoire, das ist der Name. Und am 12. November organisieren wir eine Diskussionsveranstaltung mit Nina Hadi an der Universität in Düsseldorf. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen. Wir haben eine Frage für Nina Hadi vorbereitet und wir können gerne auch eure Fragen und Anmerkungen bitten. Ja, schön, dass ganz so viele hier sind. Vor einer Woche sind Nina Hadi und ich in Wuppertal aufgetreten. Und seitdem hat es viele Bedrohungen gegeben. Ich bin Lehrer im Schuldienst, viele wissen das. Und ganz viele E-Mails sind gekommen. Ich muss fast Angst haben, dass uns gegen die Schule stürmen und einen Flugblatt anrichten. Dennoch sage ich ganz klar, wir dürfen nicht einknicken vor erpresserischer Gewalt, nicht vor solchen Leuten da, die als Anarchisten hier ihren Terror verbreiten. Wir müssen standhaft sein für linke und liberale Werte, wie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, von Mädchen und Jungen, von Hetero- und Homosexuellen, von Gläubigen und Ungläubigen. Darum stehen wir hier. Uns geht es nicht um Rechte, Herr Wohlen. Die meisten von uns hier haben selber einen Migrationshintergrund. Ich selber nicht, aber ich kämpfe für unsere Demokratie, weil unsere Vorfahren auf die 68er haben das Christentum besiegt, um die humanistischen Werte hier durchzubringen. Demokratie, Gleichberechtigung, Menschenrechte. Und es wäre doch aberwitzig, wenn wir diesen Kampf jetzt verraten, wenn wir unsere modernen westlichen Werte verraten an den radikalen Islam. Dagegen müssen wir kämpfen. Meine Damen und Herren, wir kämpfen nicht gegen Muslime, wohl aber gegen den Islam als Ideologie. Denn unter dieser Ideologie, da bleiben die Muslime. Wir schützen Muslime, wir schützen Christen, wir schützen Juden vor dem radikalen Islam. Und viele versuchen uns daran zu hindern. Und Sie sehen jetzt schon, was passiert, wenn man sich hier in Deutschland islamkritisch äußert. Wir müssen unter Polizeischutz stehen, um die Freiheit zu verteidigen. Aber wir lassen uns nicht erpressen. Wir kämpfen hier, wir stehen hier und wir lassen uns nicht einschüchtern. Was ist los hier? Was ist los? Was meinst du, was ist los? Das ist genau das, was wir euch machen. Wenn er fragt, was ist los? Liebe Leute, was ist los? Das ist das, genau das, was wir euch erklärt haben. Das ist das, was wir euch immer gesagt haben, geschrieben haben. Habt ihr gesehen, da sind die Islamisten. Hier im Herzen von Europa dürfen wir nicht demonstrieren, weil sie dagegen sind. Wenn die jetzt hier Macht haben, jeder Einzelne von uns werden zum Tode verurteilt. Genau das ist das. Einmal nachschauen, nicht wegschauen, bitte. Ich muss kurz was sagen.
jetzt wirklich, worum es geht. Es sind hier scharia-freie Zone ohne Plakate und darauf ist die Flagge der Tibet. Es ist nicht das Problem, dass Kunst, wenn man darauf steht auf den Plakaten, aber auf der Flagge der Tibet besteht eine Provokation für jeden Gläubigen. Deswegen bin ich jetzt auch verhungert in diese Provokation. Das werden wir nicht gucken, wir schreiben nicht drauf, aber es ist ein ganzer Fakt. Wir müssen aber hier halten die Plakate hoch und untersuchen, wie wir das. Schmerzlose Plakate schmerzen auswendig von Menschen und ihre solche Rage versetzen können. Ich halte es nach Karl-Reinhard Popper, der gesagt hat, wir müssen Ideen sterben lassen, bevor Menschen für Ideen sterben müssen. Bravo! Okay. Noch einmal. Das ist eine Demonstration von Zentralrat der Ex-Muslime. Wir haben hier diese Demonstration organisiert, weil wir sind gegen Scharia-Politik. Und jetzt, Sie sehen alle, obwohl wir sind jetzt mehr als 100 Leute hier, zwei, drei Islamisten hier versuchen auch diese Demonstration auseinanderzubringen. Egal was Sie sagen, die Sache ist das, versuchen Sie, kritische Stimmen oder die Menschen, die Kritik haben, hier in Deutschland auch einschüchtern lassen. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Sehen Sie jetzt, wir haben hier Frauen aus sogenannten islamischen Ländern. Wir haben alle unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte. In unseren Ländern, nämlich im Iran, Afghanistan, Sudan und andere Länder, hat immer Problem mit politischem Islam so angefangen. Einige Männer mit Bart waren auf die Straße und sie haben gesagt, wir machen Amr bin Ma'ruf nach Yas Munkar. Das heißt diese Scharia-Polizei-Bewegung. Sie versuchen sich hier in Deutschland auch durchzusetzen. Wir sind bereit, Zentralrat der Ex-Muslime kann auch Diskussionen organisieren. Wir gehen in verschiedene Universitäten und wir sind bereit, mit diesen Menschen reden und diskutieren. Aber wenn so weit gekommen ist in Deutschland, dass diese Menschen auf die Straße gehen und sich als Scharia-Polizei nennen und unsere Kinder hier auch ängstlich machen, das ist Menschenrechtsverletzung. Diese Demonstration ist für Frauenrechte, für Menschenrechte. Wir möchten hier in Deutschland verhindern, eine politische Islam hier auf eine Insel baut und Millionen Menschen weiternimmt. Das ist ein großes Problem. Deswegen, Demonstration in Düsseldorf ist sehr wichtig. Wir zeigen eine Flagge gegen politische Islam. Wir zeigen eine Flagge gegen Frauenrechtsverletzung und Menschenrechtsverletzung. Wir zeigen eine Flagge gegen Zusammenarbeit von deutscher Regierung mit islamischen Organisationen. Wir sind gegen Islamkonferenz in Deutschland und wir denken, diese Bewegung auch ist eine internationale Bewegung. Haben Sie schon gesehen, von Deutschland 400 Männer und Frauen jetzt sind in Irak oder Syrien und kämpfen vor ISIS oder IS. Diese Menschen in Deutschland wurden radikalisiert durch die Aktivität und Politik von politischem Islam, von islamischen Organisationen, von Moscheen, die in Deutschland aktiv sind. Sie sind radikalisiert, weil die deutsche Regierung diese islamischen Organisationen als Vertreter von Muslims hier anerkannt hat und sehr viel Geld und Aufmerksamkeit geschenkt hat. Schauen Sie, jetzt wir sind so weit gekommen, diese Islamisten lassen nicht auch in Düsseldorf eine Demonstration ohne Stören weitergehen. Schauen Sie, wo sind wir gelandet jetzt? Das finden wir überhaupt nicht in Ordnung. Und wir glauben, wir müssen schon auf die Straße gehen. Wir brauchen keine Angst haben. Wir müssen zusammen.
zusammenschließen mit fortschrittlichen Organisationen, mit säkularen Organisationen. Wir bedanken uns von Düsseldorf Aufklärung und auch einige Aktivitäten von Universität Düsseldorf. Sie haben mit uns mitgemacht. Und wir möchten, wo die Islamisten auftauchen, wo diese Scharia-Police auftaucht, wo diese Pro-Halal-Bewegung auftaucht, wir gehen auch dort. Also wir verfolgen diese Islamisten deutschlandweit.